So, Freunde der Sonne, heute bin ich in Obertulba und werde das schöne Wetter genießen und nutzen, um eine Runde hier rund um Bad Kissingen zu fahren in Bayern. Und schauen wir mal, wie das geht. 41 Kilometer sind geplant und los geht's. Rot heißt dieser Ort hier. Oh, wir dürfen 130 fahren, muss ich bremsen. Nachdem ich jetzt hier 3 Kilometer auf der Nebenstraße gefahren bin, geht es jetzt endlich in den Wald hinein. Und hoffentlich auch auf einen Trail. Die ersten 9 Kilometer waren jetzt noch nicht so spektakulär. Hier eine gemütliche Fahrradtour. Aber dafür bin ich eigentlich nicht hier. Mein Höhenprofil sagt mir, jetzt müsste es eigentlich gleich mal steil bergab gehen. Also hier ist das noch nicht, wo es steil bergab geht. Idyllisch zu fahren, schöne Fahrradtour. Eine schöne Weitsicht hat man von hier. Hermannsruh, Tor zur Rhön. Ich mal da durch. Okay, ein schöner Blick in die Rhön. Das Wetter ist nicht so ganz klar, deswegen so ganz gut sehen, aber die Natur ist wunderbar. Ah, kommt einer entgegen. Los. Okay, hier geht's runter. Jawohl, jetzt geht's endlich mal bergab.
das hier. Da kann man ja nicht mal schön fahren. Hinterrad umsetzen. Eine Fußgängerin. Okay, die wollte nicht Hallo sagen. Das ist das Gradierwerk in Bad Kissing. Ein paar Treppen.
fahre ich nun nach Bad Kissingen rein. Ein schöner Radweg geht hier an dem Fluss entlang. Und daneben sind die Villen von Bad Kissingen. Das ist jetzt der Schlosspark von Bad Kissingen. Oder der Kurpark, besser gesagt. Der Kurpark von Bad Kissingen. Und hier links ist das Casino, da kann man ein paar Euro verspielen. Das ist jetzt ein Stück, was für Fahrradfahrer vielleicht geeignet ist, aber für Mountainbiker absolut langweilig ist. Und so geht es jetzt noch eine ganze Weile weiter. Jetzt bin ich vom Hauptweg abgefahren, weil das hat echt keinen Spaß gemacht, über die Straße zu fahren. Das ist jetzt eine Alternativroute, die ich mir anhand meines Navis rausgesucht habe. Hier geht es jetzt wieder schön durch den Wald. Immer gut, wenn man ein eigenes Navi dabei hat und sich nicht auf die Routen anderer verlassen muss. Wieder ein langes Stück Straße, also für eine Mountainbike-Tour wirklich nicht geeignet. Und für eine Fahrradtour würde ich es auch nicht unbedingt nehmen. Da gibt es schönere Strecken. Jetzt geht es noch tatsächlich noch mal ein Stück durch den Wald, ist ja kaum zu glauben. Jetzt eine kleine Pause, kurz vor Ende. Ich habe einen Riegel dabei, den esse ich jetzt mal. Hier ist auch eine schöne Aussicht und eine schöne Bank in der Sonne zum Genießen. Kleines Fazit schon mal vorab zu der Runde. Als Mountainbike-Runde wirklich nicht gut. Zu viel Straße, zu wenig Trails. 3-4 schöne Walddurchfahrten waren dabei. Aber ansonsten viel Straße und wenig Spaß. Also ich würde sie nicht nochmal machen, als Fahrradtour ist sie vielleicht geeignet, aber auch das würde ich nicht empfehlen, geht einfach zu sehr an der Straße vorbei. Jetzt fahre ich hier wieder schön durch den Wald, allerdings ein Vergnügen, was nicht so oft vorkommt auf dieser Strecke.